Smaun Strand. Ist gerade vielleicht gestern Abend Hochwasser. Dann gibt es viel Müll gerade hier am Strand, aber es wird schon sauber gemacht. Die Einheimischen sammeln die Hölzer, da werden die dann schon als Brenn- oder Feuerholz verwendet. Normalerweise sind auch schon voll Schirme, also Liegestühle auch da. Und kommt man auch schon hier für den ganzen Tag zum Faulenzen, Schwimmen. Ja. Es ist ja nicht weit weg von euch, ja? So nur maximal 10 Minuten Fahrzeit oder 5 Minuten vom Kutter. Ja? Dann ist man hier da. Kann ich hier auch einen Mülleimer? Ja. Kann man auch dir hinräumen. Das wird auch gesammelt. Das wird auch gesammelt. Ja, kann. Das ist gleich auch schon das offene Meer, also Indische Ozean. Ne? Also wenn man so weiter in die Richtung immer mit dem Boot fährt, dann kommt man irgendwann in Australien an. Da waren wir vorher. Also in Australien? Ja. Ah, gut, ja. Wie viele Tage? Wie viele Wochen? 4 Wochen. 4 Wochen in Australien, genau, ne? So Rundreise? Also von Brisbane oben nach Melbourne und mit dem Camper. Ah, okay, mit dem Camper. Ja. Das ist schön, ja. Ja, immer zu zweit, ja? Ja, ja? Gut, selber gefahren, ne? Ja? Ja. Wow! Das war schon schlecht. Das heißt, ihr habt da in dem Auto geschlafen? Ja. Also überhaupt kein Hotel gemietet, ne? Ja, nur die ersten zwei und die letzten zwei nicht. Ja, was ist? 4 Wochen, ja? 4 Wochen unterwegs in Australien. Ja. Das war schön, ne? Das war sehr schön. Ja, sind viel erlebt, ne? Hm. Ja. Das heißt, wo habt ihr angefangen? In Darwin oder wo? In Brisbane. Mit Brisbane und wohin? Melbourne. Melbourne, ja. Und wie viele Kilometer wäre das? Das waren über 3000, glaube ich. Wow, das ist krass, ja. Ja. Schön, ja. Schön. Ja, kann man auch nicht so einfach das machen. Also so jung könnt ihr schon so weit verreisen, ja? Das macht man bei uns ja, das kann man ja überhaupt bei uns nicht leisten, sowas, ne? Ja. Oder selten, bei euch vielleicht auch selten, ne? Also viele. Viele machen auch das? Ja, ja. Vor allem wenn die Schule beendet haben. Okay. Nach Abitur, ja. Ja, geht ihr noch in die Schule, nee, Uni? Wir haben uns von einem Arbeitgeber freistellen lassen. Ah, wir haben 2 Monate Urlaub. Okay. Und 1 Monat unbezahlten Urlaub. Also da können wir Ja. Das heißt, man kommt zurück später, wenn man wieder in Deutschland ist, ja, dann kriegt ihr den Job wieder zurück. Ja. Ja. Ah, das ist gut, ja. Aber so 4 Wochen. Und dann jetzt insgesamt seid ihr wie viele Monate unterwegs? Ja? Knapp 3, 11 Wochen. Schön, ja. Ja, nach Lombok geht es auf die Gili-Inseln. Ah, okay. In der haben wir ein Hotel. Okay. Von da aus dann noch zu den anderen. Ah ja. Danach nach Thailand. Und Nusa Penida. Nusa Penida und Thailand. Und auch so eine Abenteuerfahrt selber fahren oder wie? Thailand? Nee. Na, also auch schon. Phuket, ja. Zum Strandurlaub, ne? Nee, wir haben in der Altstadt ein Hotel. Ach, okay. Auch so, dass besser das Licht da fällt. Das wollten wir gerne sehen. Und vielleicht noch 2 Tage am Strand und Koh Samui wird dann erst mal. Ja. Ah ja, ja, ja. Schön, schön. Haben die hier auch Früchte? Was? Früchte? Früchte? Ja. Hier? Ja. Wir können fragen, was für Früchte wollt ihr? Bananen normalerweise. Er hat nämlich noch kein Frühstück. Ach, noch nicht gefrühstückt? Ach, tut mir leid, ja. Kein Problem. Ich habe ja auch schon Kuchen, also Keksen dabei im Auto. Das, ich frage mal. Ada jual buah-buah? Buah, mis pisang atau apa? Gak ada? Anu buah jeruk, Jeruk?
Wollt ihr die? Die Orange? Oder so Schlangenhautfrucht, so Salak heißt das ja. Wir können auch schon. Ja, Snake Fruit, ja. Ja, die ist gut. Ja, ja. Ja. Gut, ja. Die ist sehr lecker. Ah, Lenkeng, die sind gut auch. Die sind ja frisch, ja. Lenkeng. Kennen wir noch gar nicht. Lenkeng, das ist schon süß, ja. Ah, mungkin dibukakan dulu. Lu berapa biji kek, berapa misalnya? Hm. Ja. Wisst ihr, wie man das aufmacht, ne? Ja, ja, gut. Ja. So, können Sie ja nehmen, ne? Welche? Oder hier dies? Ja. Willst du einfach so mitnehmen jetzt, oder? Ja, genau. Ja. Okay, wie viel Stück? Ja? Ja, vier Stück, genau. Ich hole einmal das Geld. In meinem Rucksack. In dem Rucksack oder in dem Kleinpack? In dem Kleinpack. Im Rucksack drin. Na, Tasche. Ist es ja noch zu. Ja, ich mache das auf. Ah, ihr habt noch nicht gefrühstückt. Nee, also gab es kein Frühstück im Hotel oder so früh? Kein Hotel, das ist ein Airbnb. Also die vermieten quasi. Ach so. Den Raum. Ja, 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 ja. Ja. Ach, hier. Ja. Wir hätten auch frühstücken können, aber wir haben uns dann dazu entschieden, länger zu schlafen. Ach so. Ja. Na, dann später haben wir auch schon Keks, dann habe ich dann Keks dabei hier. Alles gut. Ja. Wir bekommen die jetzt für die Früchte? Ja, vielleicht 5.000. Oder wollt ihr hier irgendwie was bestellen hier, damit ihr auch schon frühstücken könnt hier? Vielleicht hier gibt es auch Bami Goreng. Ja, so. Das geht auch, ja. Auch machen. Was wollt ihr? Bami, ja? Bisa bikin kan mi goreng? Nah, just kita tanya dulu biar dia mau apa. Ja, da gibt es dann Nasi Goreng Ayam, ja, also Freitreis, ja, also gebratener Reis. Ich glaube, wir werden dann für Mi Goreng. Mi Goreng? Ja. Welche wird das? Das hier, das hier? Das hier? Ja, der Mokichel. Ja, genau, das Schichtzeit. Ja, oh ja, mit der Mi Goreng, also. Mi Goreng? So, und? Mi Goreng Ayam? Ja, zurück. Das ist ein Mango Juice. Mango Juice, Mi Goreng. Das ist das hier? Mi Goreng Ayam. Ja, Mi Goreng Ayam, satu. Und? Orange Juice und Mango Juice. Orange Juice, Mango Juice. Auch zwei Mi Goreng Ayam? Ja. Ja, also du eins, ich eins, ne? Ja, du auch Mi Goreng Ayam, ja. Ja, gut, ja, dann können wir uns dann hier hinsetzen, ja. Ah, mau kunci dulu orangnya, cewek-ceweknya ini enggak bisa, enggak makan pagi, enggak sarapan, jadi kita tunggu aja dia. Zu früh Abfahrt, ne? Zu frühe Abfahrt vom Hotel aus. Nein, das ist kein Problem. Aber das ist gut, dann könnt ihr auch schon schön am Strand hier das Frühstück genießen, ja? Ja, mein traditionelles Frühstück. Aha. Die essen ja hier oft Reis und Nudeln. Ja, ja, genau, ja.
Bein. Darf ich auf Video drauf haben? Darf ich euch auf Video drauf haben? Ja, kannst du. Sonst dann werde ich dann die Gesichter ausblenden. Nee, alles gut. Bei Airbnb kriegt man kein Frühstück, ne? Nee. Also dann ist es ja nicht meine, man muss halt dann immer frühstücken werden. Also das heißt, vielleicht von Hotel aus ein bisschen rausgehen, da gibt es auch Frühstück. Ne? Kann man dann eine Straße auch welche kaufen da? Welche dann, Früchte pflanzt ihr hier auf Lombok an? Welche was? Früchte. Früchte? Ja, alles. Bananen, alles was hier gibt, ne? Das sind alles von hier, von Lombok. Ja? Mhm. So Bananen, da gibt es dann ja aus Orange, auch diese Salat. Ja? Mango. Mangos, ja. Gerade die Saison, ja. Mangos, ja. Und wir haben auch Durian. Wir haben auch Jackfruit, Papaya, später können wir auch schon welche da an den Straßenstände auch welche kaufen, ne? Dann mitnehmen ins Hotel. Morgen bleiben. Ja, muss noch morgen frühstücken. Dann können wir auch schon dazwischen mal ein bisschen das nehmen. Ja. Kennst du auch Pampa Hill? Pampa Hill, ja. Die werden vorbeifahren, Pampa Hill. Ich kennst du YouTube, ja, ne? Ja. Da sind zwei Deutsche ausgewandert hierhin. Ja. Und die haben da eine Villa gebaut. Ja. Und deswegen kenne ich Lombok immer nur von diesen Videos von denen. Ach so, ja. Ja, also Pampa ist gerade, wenn wir dann Richtung dem anderen Strand fahren, ja, das auf der rechten Seite mit dem schönen Blick in Meer, das habe ich mitbekommen, das wäre ein der ist in Thailand, also ein Thailänder, glaube ich. Ja. Ja. Also, aber ist schon deutsch. Ja, genau. Deutsche. Seine Eltern sind, glaube ich, Thailänder. Ja. Genau, die haben eine kleine Tochter. Da sind mehrere dort. Ich weiß nicht, welche genau. Ja? Ich habe auch tolle Lage. Ja? Da wandern jetzt mehr Deutsche aus. Aber ich kenne dazu noch einen, der auch YouTube macht, der will sich da jetzt auch eine Villa bauen. Oh ja. Weil die so begeistert davon waren hier. Ich brauche noch meine Brille. Brille aufsetzen. Ja. So. Darf ich hier sitzen? Ja, natürlich. So. Ach, ja, die sind. Fotos. Gerade in Vietnam, habe ich dann gesehen. Aha. Ja, doch, da macht nichts. Ja. Aber gibt es das Bild von dem Haus? Ja? Von das sind mehrere Leute. Ach, ja, die. Wenn Sie das ist, das noch besser? Ja, das werden wir dann von der Straße auch aussehen können. Ja? Ja, ist schon eine wunderschöne Lage. Strand, also muss man schon zum Strand laufen, so circa vielleicht 200, 300 Meter vom Berg runter und schon, kann schon mehr sein, ja. Aber es ist schon eine wunderschöne Ecke dort. Ja. Das habe ich auch schon oft mitbekommen von Leuten, ja. Also, dass da ein YouTuber ist, der ein Influencer ist, der auch schon da Hotel aufbaut, ja, so viele, schöne Villa. Ah, die machen auch viel für die Hunde, die haben jetzt letztens viele Hunde kastriert. Aha, ach so, ja, die okay. Die Hunde so verbreiten. Mhm. Bei dem Hochwasser, da war ein bisschen guter, glaube ich, Hochwasser. Letztes Jahr, glaube ich. Hochwasser, ja, das beim starken Regen, da genau. Passiert dann auch schon auch. Haben die auch nicht geholfen? Ja, da wird
kenne es immer nur von den Videos, das sieht immer alles sehr, sehr schön aus. Verdienen viel von als Influencer auch. Haben die auch viele Followers? Ja? So kann man auch schon leben, ne? Ja. So, wenn so wäre, kann man auch schon wie ihr, dass man, oh, das ist viel, ja, 1,2 Millionen, ne? Das ist viel, ja. Ist das ein... Sehr weniger. In? Wo ist das? Ja, in... Ist das YouTube oder Instagram? Genau. Weniger. Ja. Aber ist schon so. Auch nicht so viele, aber. Aber was war mit einer mit 1,2 Millionen? Bei ja. ihm. Das ist bei Instagram. Instagram. Genau. Das ist Instagram. Ja. Oh. Und das war die. Wie viel war das, das letzte, was du mir gezeigt hast? Er hat 1,2 Millionen und mhm. sie hat. 139.000. Das ist in Instagram? Ja, genau. Und was war denn 1,2 Millionen? Ach. Zwei Kontos? Genau, das ist von der Frau. Zwei Kontos. Ah, ist von der Frau. Genau, das sind mehr, 1,2 von dem Mann. Genau. Das ist viel. Ja. Bei YouTube sieht man nicht. YouTube? Macht ihr auch schon YouTube? Nee. Ja, so. Ist ja schon mal, wenn ihr so oft auf der Reise seid, ja, dann ist schon eine Chance auch, ja, um die Reise zu berichten. Ja. Ja, kann man ja als so jung anfangen mit 100 schon viele Follower? Nein, nur die bei uns auf dem Dorf. Oh ja. Das war jetzt in Indonesien. Aha. Bali. Ah ja, ja. Haben wir Kochkurs auch gemacht? Oh, auf Bali? Mhm. Mhm. Gut. Ja. Da gibt es auch Bintang, wenn ihr Bintang wollt. Ja. Hatten wir gestern schon. Ein sehr lecker Bier. Oh ja. Maun, sepi maun. Sepi. Tapi belum datang ya, nanti mungkin datang ya. Maun, ein schönes Strand.